Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch unseren Geschwister- bzw. Einzel- oder auch Zwillingskinderwagen zeigen. Den Thule Sleek. Den Kinderwagen benutzen wir gerade für unsere fast zweijährige Tochter. Und da das zweite Kind unterwegs ist, werden wir ihn auch als Geschwisterwagen verwenden. Als ich diesen Kinderwagen bestellt habe, war uns schon klar, es kommt ein zweites Kind und dementsprechend war die Auswahl an Kinderwagen für uns auch gar nicht so groß. Es standen nur der und der Bugaboo Donkey zur Auswahl. Wir haben uns tatsächlich für diesen Kinderwagen entschieden, einfach weil er schmäler ist, weil er kleiner ist, weil er handlicher ist als der große von Bugaboo. Und genau, das war eigentlich so der einzige Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir entscheiden uns jetzt für dieses Modell, einfach weil er viel, viel kleiner ist und nicht so breit. Genau, wir haben hier also einen ganz normalen Kombi-Kinderwagen. Da kann man die Babyschale raufmachen oder eben so wie hier den Sportsitz. Ich zeige euch jetzt in diesem Video alles ganz detailliert. Das heißt, wir nehmen den Kinderwagen komplett auseinander und ich zeige euch die verschiedenen Aufsätze. Und wir werden den Kinderwagen natürlich auch immer umbauen. Das heißt, ich zeige euch, was ist mit welchem Aufsatz möglich, was könnt ihr wie kombinieren und wie sieht er vor allem als Geschwisterwagen aus. Genau, ich habe ihn jetzt hier wie gesagt einmal in der Variante für ein Kind mit dem Sportsitz. Und ich würde sagen, ich stelle euch mal ein bisschen nach unten, sodass ihr den Kinderwagen mehr im Fokus seht und ich euch einmal alles ganz genau zeigen kann. So, jetzt könnt ihr den Kinderwagen mal in der vollen Pracht sehen. So sieht das Exemplar aus. Wir haben hier das Modell mit dem silbernen Gestell und dem schwarzen Aufsätzen. Da gibt es ganz viele verschiedene Farben und auch ganz viele verschiedene Typen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch das schwarze Modell mit dem schwarzen Aufsätzen nehmen und ihr könnt, wie gesagt, alles komplett selbst entscheiden und kombinieren. Das hier ist jetzt der Sportaufsatz, wie gesagt. Wir haben hier vorne den Bauchbügel, der ist hier in der Mitte extra gepolstert und mit Leder überzogen. Den können wir hier einfach einseitig öffnen und auch, das finde ich mega praktisch, so runterklappen. Oder wir können ihn auch einfach natürlich abnehmen. Hier gibt es auch noch ganz, ganz viel Zubehör, zum Beispiel so einen kleinen Tisch für Snacks oder sowas. Also da könnt ihr euch auf der Seite auch richtig austoben bei Thule, da gibt es einfach unglaublich viel Zubehör. Wir haben jetzt hier noch den Fußsack drin, den werde ich aber einmal rausnehmen, damit ihr den Sitz einfach nochmal ein bisschen besser seht. Der Fußsack ist auch direkt von Thule und ist extra für den Sleek gemacht, das heißt, genau, die Anschnaller und alles ist alles extra für den Sleek ausgelegt und passt hier dementsprechend natürlich auch perfekt rein. Der ist aber auch für andere Modelle nutzbar und natürlich passen hier auch andere Fußsäcke rein. Da müsst ihr jetzt nicht extra die Originalen von Thule nehmen. So, jetzt seht ihr hier einmal den Sitz. So sieht der aus. Wie gesagt, einmal komplett schwarz. Und wir haben hier auch noch eine Sitzauflage drin, einfach um den Sitz zu schützen und damit es einfach noch ein bisschen bequemer ist. Und die ist aber auch komplett schwarz. Die könnt ihr aber auch zum Beispiel in einer anderen Farbe wählen und so habt ihr dann einfach einen kleinen Farbakzent. Wir haben hier einen 5-Punkt-Gurt, den ihr dann auch nur als 3-Punkt-Gurt verwenden könnt oder eben als 5-Punkt-Gurt, wie es euch lieb ist. Und den könnt ihr auch richtig schön einstellen und wir haben an den Schultern, am Becken und auch am Schritt richtig schöne Polster, damit da auch nichts drückt. So, die Fußstütze können wir auch ganz einfach mit zwei Griffen hoch und runter machen. Leider geht sie nicht ganz hoch, das wäre mir ganz lieb, aber das hier ist die höchste Einstellung. Und wir haben natürlich auch noch das schöne Verdeck, was ich wirklich genial finde. Das ist nämlich richtig schön groß, weil wir es hier hinten noch erweitern können. Das können wir natürlich auch wieder mit einem Reißverschluss einfahren, sage ich mal. Dann haben wir eine normale Größe von einem Verdeck. Aber durch hier vorne, durch das zusätzliche kleine Sonnensegel, ist es wirklich sehr ausreichend. Aber wie gesagt, wenn meine Kleine zum Beispiel schläft, fahre ich das sehr, sehr gerne aus.
Und wenn sie dann in der Liegeposition ist, genau, ist es wirklich top. Also ich bin mega begeistert davon. Wir haben hier hinten auch noch einmal die Möglichkeit, ein kleines Insektenschutz rauszuholen. Das heißt, hier hinten kommt der schönen Belüftung rein. Und wir haben auch am Verdeck einmal ein kleines Guckfenster, was wir öffnen können. Und das ist einfach mit Magnet. Das finde ich mega praktisch. Das hält gut. Und genau, da haben wir nichts mit Klettverschluss oder irgendwas. Sondern ganz einfach mit Magnet. So, jetzt habe ich ihn gerade schon in die Liegeposition gemacht. Das geht einfach hier hinten am Sitz. Ziehen wir den Hebel einfach hoch. Und dann haben wir drei Positionen. Einmal die halbliegende, die liegende und natürlich dann die gerade Sitzposition. Den Sitz können wir auch umdrehen. Das passiert hier rechts und links an der Seite. Und dann können wir den Sitz einfach zu uns richten, damit wir das Kind sehen können. Zack, das funktioniert übrigens auch, wenn das Kind drin sitzt. Das ist ganz schön praktisch. Was ich mega finde bei diesem Wagen, und das ist mir erst später aufgefallen, man kann das Verdeck dem Kind anpassen. Das heißt, ihr könnt, wenn euer Kind wächst, das Verdeck wächst sozusagen mit. Das heißt, wenn ihr ein ganz kleines Kind habt, sitzt das Verdeck hier unten und desto größer euer Kind wird, desto höher könnt ihr es anbringen und desto mehr Platz hat das Kind oben rum raus. Seht ihr das? Also wir können das hier einfach runter oder eben hochschieben, je nachdem, wie groß euer Kind eben ist. Das finde ich mega praktisch, weil bei den meisten Kinderwägen ist tatsächlich das Problem, dass die Kinder irgendwann einfach hier oben gegenstößen. Lia ist jetzt 2 Jahre alt und wir haben es hier gerade mal auf halber Position. Also sie könnte noch deutlich wachsen. Ja, das ist also der Wagen mit dem Sportsitz und das ist allgemein der Sportsitz dazu. Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit dem Grundgestell weiter. Wir haben hier vorne schwenkbare Reifen. Die können wir aber auch ganz einfach feststellen, indem wir einfach hier oben draufdrücken. Das finde ich mega praktisch. Einfach entweder mit dem Fuß oder hier oben einfach eben raufdrücken und dann sind die fest. Genauso schnell sind sie auch wieder locker. Und ihr könnt die natürlich auch hier vorne mit einem Klick einfach abmontieren, falls ihr ein etwas kleineres Auto habt. Und genau, hinten haben wir große Reifen. Die Reifen haben übrigens alle hier einen Reflektorring drin. Das finde ich auch mega praktisch. Und eine sehr schöne schwarze matte Felge. Dann haben wir hier natürlich auch eine Bremse. Übrigens, nicht wundern, der Wagen ist ein bisschen dreckig, weil wir ihn natürlich täglich benutzen. Die Bremse ist hier in der Mitte. Ist sehr einfach, wie ihr seht, kann man sogar mit der Hand bedienen und lässt sie auch schön lösen und hält auch wirklich bombenfest. Dann kommen wir schon zu einem weiteren Highlight von mir bei dem Wagen, nämlich der riesengroße Einkaufskorb. Ich glaube, ihr seht das. Der ist wirklich gigantisch. Wir haben hier noch einen extra Organizer dranhängen. Das ist wieder ein Zubehörteil. Muss man nicht haben. Ich fand es ganz praktisch, falls man mal irgendwie schnell woran muss. Und hier sind auch noch extra Fächer für Flaschen zum Beispiel. Finde ich ganz praktisch. Ich habe hier gerne etwas da drin, wo ich wirklich sehr, sehr schnell ran muss für Lia, zum Beispiel Essen oder eben auch ihre Trinkflasche. Sonst haben wir, wie gesagt, hier den riesengroßen Einkaufskorb. Der ist ebenfalls bedeckt und den könnt ihr mit einem Reißverschluss einfach öffnen. Ich finde das sehr, sehr praktisch. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mal in den Regen gelangt, ja, dann wird es nicht alles direkt nass da drin. Und dann könnt ihr den hier, wie gesagt, komplett öffnen und ihr könnt auch wirklich super von allen Seiten ran. Und wenn der Organizer nicht wäre, könnte man hier sogar auch noch so eine riesengroße Tasche aufklappen. Und dann habt ihr hier nochmal eine kleine Erweiterung. Das finde ich auch sehr, sehr praktisch. Und ist natürlich auch total einfach, dann an den Korb zu kommen. Wenn man jetzt von hier oben nicht sehr gut rankommt, hat man immer noch die Möglichkeit, hier hinten das zu öffnen und dann einmal reinzukommen. Und das ist auch ebenfalls wieder mit Magnet verschlossen. Genau, also der Korb ist wirklich ein absolutes Highlight, weil hier wirklich sehr, sehr viel reinpasst. Und da kann man sehr schön mit einkaufen gehen. So, und dann kommen wir noch oben zum Schieber. Den Schieber könnt ihr hier einfach verstellen, indem ihr hier die 2 Klappen öffnet. Und dann ist der auch für große Väter was oder eben für kleine Muttis.
Und direkt darunter sind auch noch die Haken, um den Wagen zusammenzuklappen. So, und das ist jetzt so der Wagen an sich. Ich würde sagen, wir klappen ihn noch einmal zusammen. Dafür ziehen wir hier einmal an den zwei Haken und dann fällt der Wagen schon in sich zusammen. Und zack, ist er dann wirklich sehr, sehr klein. Die Fußstütze können wir noch nach unten klappen. Das ist auch noch abgeschlossen. Und wie gesagt, die Reifen kann man abnehmen. Man kann aber auch noch den Sportsitz abnehmen. Muss man aber nicht. Was ich sehr, sehr praktisch finde, der Kinderwagen hat keine Verschluss- oder Sicherheitsklammer, die man bei meisten Kinderwagen kennt, die man extra noch lösen muss, sondern der Kinderwagen ist so an sich fest. Also ihr könnt ihn jetzt so hochnehmen, da passiert nichts. Und ihr löst es einfach, indem ihr einfach wieder den Schalter hochnimmt, wo ihr den Wagen zusammenklappt. Und dann könnt ihr ihn ganz einfach wieder aufklappen. So, und jetzt zeige ich euch das Ganze mal mit der Babywanne. Das heißt, wir montieren einfach den Sitz ab. Zack. Und die Babywanne habe ich mir hier auch schon zurechtgestellt. Die sieht so aus. Und die klicken wir auch einfach hier oben auf das Gestell drauf. Übrigens gerade das erste Mal, dass ich die sehe, denn ich habe die noch gar nicht ausgepackt gehabt. Die war noch original verpackt. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus mit der Babywanne. Und so könnt ihr den Kinderwagen dann von Geburt an nutzen. Im Lieferumfang der Babywanne ist einmal das Regenkodeck enthalten, eine Matratze natürlich, die Winddecke und sogar die Adapter, um den Wagen zu erweitern als Geschwisterwagen. Auch die Babywanne hat hier hinten einen Reißverschluss, um das Verdeck einmal zu öffnen. Aber nur, um hier hinten eine kleine Belüftung zu öffnen. Ich glaube, das seht ihr ganz gut, damit es, falls es im Sommer etwas zu warm wird, dass da genügend Luft zirkulieren kann. Und das ist natürlich einfach hier mit einem Reißverschluss wieder verschließbar. Die Wanne ist sehr tief, das ist sehr praktisch, denn so ist das Baby schön eingekuschelt und eingemummelt. Und wir haben auch hier vorne wieder ein kleines Sonnenverdeck, so eine kleine Blende, die man aber auch ganz einfach rein drücken kann, falls man sie nicht mag. Ich finde es aber auch optisch einfach sehr, sehr schön und für die Sonne auch perfekt. Die Winddecke könnt ihr einfach mit Druckknöpfen abmachen oder eben wieder ranmontieren. Und hier haben wir sogar noch so einen kleinen Windschutz und der ist auch wieder einfach mit Magnet hier am Verdeck zu befestigen und auch mit Magnet an der Winddecke selber, falls sie ihn nicht braucht. Das ist auch sehr, sehr praktisch, finde ich. Das Verdeck können wir einfach runter machen, indem wir hier innen an der Seite drücken. Und dann können wir das einfach runter montieren oder eben wieder hoch. Und zum Abmontieren von dem Gestell drücken wir nicht rechts und links hier auf die Knöpfe. Die lassen sich auch gar nicht reindrücken. Sondern hier oben am Schieber, das ist sehr praktisch, weil man die Wanne dann hier direkt hochheben kann. Da müssen wir einmal zur Seite ziehen und reindrücken und dann können wir sie ganz einfach entfernen. Und man hat sie dann, wie gesagt, immer direkt hier in der Hand. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Die Knöpfe hier an der Seite sind nachher dafür da, um die Wanne zusammenzuklappen, falls man sie etwas schmäler im Auto braucht. Genau, raufklicken ist einfach ganz einfach. Einfach rauf und fertig. So, und viel mehr gibt es zu der Wanne auch gar nicht zu erzählen. Ich würde sagen, wir bauen den Wagen jetzt mal um als Geschwisterwagen. So, dafür nehmen wir auch erstmal wieder die Wanne ab und stellen sie zur Seite. Und dann kommen die Adapter zum Einsatz, die wie gesagt bei der Babywanne schon dabei sind. Und die stecken wir einmal hier vorne auf das Gestell rauf, also hier oben, wo eigentlich der Sitz raufkommt. Stecken wir die einfach einmal oben rauf und die zweiten kommen hier unten hin und zwar an den Korb vom Kinderwagen. Da sind extra so Haken und da rasten die dann ein. Zack. Und so haben wir schon mal das Grundgestell mit den zwei Andockstationen für die zwei Aufsätze. Für die Geschwistervariante braucht ihr einmal einen neuen Sitz. Der ist etwas kleiner als der normale Standardsitz, der dabei ist. Und genau, den braucht man
für die Geschwister- oder Zwillingsvariante, denn der andere rastet nicht auf den Einsätzen ein. Das ist aus Sicherheitsgründen, wie gesagt. Und deswegen braucht man hier eben den zweiten Sibling-Sitz. Und der ist extra für die Zwillings- bzw. Geschwister-Variante. Wie gesagt, der ist einfach nur ein bisschen kleiner von der Höhe her. Sonst würde das mit der Babywanne nicht passen. Auch hier gilt genau dasselbe wie bei dem anderen Sitz. Und auch hier könnt ihr das Verdeck verstellen, sodass euer Kind wirklich ausreichend Platz oben hin habt. So, den Sitz werden wir jetzt einfach mal hier montieren. Vorne. Und dann auch erstmal in die Sitzposition verstellen. Und dann haben wir vorne schon mal das erste Kind untergebracht. So, ich habe die Wanne jetzt einmal hier oben montiert und den zweiten Sitz hier unten. Bei dieser Kombination ist das Problem, dass die Wanne einfach so groß ist, dass der Sitz hier unten nur so montiert werden kann. Das heißt in halbsitzender Position und auch nur zur Wanne hinschauend. Oder halt in ganz liegender Position. Umgedreht, dass das Kind nach vorne schaut, ist hier leider nur möglich, wenn man hier oben den Maxi-Cosi hängen hat. Denn sonst ist hier, wie gesagt, die Wanne im Weg. Mit Maxi-Cosi ist aber kein Problem, das haben wir auch schon probiert. Das klappt denn wirklich super. Genau, das Ganze geht natürlich auch andersrum. Das heißt, wir montieren die Wanne einfach ab. Und den Sitz, da können wir dann auch wieder den ganz normalen Standardsitz nehmen für hier oben. Zack. Und dann haben wir hier auch wieder die Geschwister-Variante. Auch hier können wir das Kind oben einmal in die halbliegende Position machen. Oder wenn man hier bei der Wanne das kleine Verdeck noch einklappt, sogar ganz einfach in die liegende Position. Hier können wir allerdings auch wieder den Sitz nicht umdrehen, dass das Kind nach vorne schauen kann. So, und jetzt können wir das Ganze natürlich nochmal ausprobieren mit dem Zwillingssystem. Das heißt, mit zwei Sitzen. Und da ist es auch kein Problem, dass das Kind nach vorne schaut im zweiten Sitz. Denn da ist ja ausreichend Platz vorhanden. Das heißt, das Kind kann hier liegen, wie ihr seht, aber das Kind kann auch halb sitzen oder eben sitzend transportiert werden. Und oben genau dasselbe, beziehungsweise hier kann das Kind natürlich nur liegen, wenn das untere Kind auch liegt. Ich glaube, das seht ihr, dass es hier einfach nicht passt. Und wir können hier natürlich auch den Sitz nach vorne drehen, damit das Kind auch nach vorne schauen kann. Und dann sieht das Ganze eben so aus, mit den zwei Zwillingen sozusagen. Zusätzlich gibt es noch ein Buggyboard für den Kinderwagen. Das heißt, wenn ihr nachher nur noch mit einem Kind unterwegs seid, dann kann das zweite Kind eben auf dem Buggyboard Platz nehmen. So, und ich wollte euch jetzt noch ganz, ganz kurz erzählen, was ihr dann braucht, um das Modell, so wie es hier gerade steht, zu benutzen. Und zwar braucht ihr eigentlich nur den Thule Sleek zu kaufen in der Standardausführung mit dem normalen Sitz und dazu einfach die Babywanne. Und mehr braucht ihr nicht. Bei beiden Sitzen bzw. bei der Wanne ist ein Regenverdeck standardmäßig enthalten, genauso wie bei der Wanne eben die Adapter, die ihr braucht. Das ist alles standardmäßig enthalten und so könnt ihr einfach direkt aus einem eigentlichen Kombikinderwagen einen Geschwisterwagen machen, beziehungsweise einen Zwillingswagen. Für die Zwillingsvariante braucht ihr dann aber natürlich wieder den zweiten Sitz. Und darauf bitte darauf achten, dass es nicht dieser Sitz ist, sondern eben der zweite extra für die Geschwistervariante, weil sonst passt es wieder nicht. Genau, und ich finde, das wollte ich noch kurz erwähnen, trotz dieser Geschwistervariante kommt man immer noch sehr, sehr gut an den Korb. Nicht mehr von oben, aber dafür haben wir hier an der Seite extra die weitere Lasche bzw. die Seite zum Öffnen. So, und jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!